Am Sonntag wird der Sächsische Landtag neu gewählt. Im Rahmen ihrer Wahlkampftour besucht Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der Leipziger CDU-Kandidat Holger Gasser unterschiedliche Einrichtungen der Eisenbahnstraße. Ich bin ja unterwegs jetzt im Landtagswahlkampf und natürlich unterstütze ich die vor Ort tätigen Landtagskandidaten in ihren Wahlkreisen. Ich war auf Einladung von Herrn Gasser hier und er hat gesagt, wir gehen den Problemen nicht aus dem Weg, sondern wir gehen mal in die Eisenbahnstraße, reden mit den Leuten, mit den Geschäftsinhabern, aber auch mit den Passanten. Und ich habe eigentlich etwas wahrgenommen, dass diese Stadt und auch diese Straße in einem Umbruch ist, nämlich sich entwickelt und dass neue Händler herziehen, Alteingesessene sich hier wohlfühlen, aber dass insgesamt natürlich das Problem eines ist, dass dieser Stadtteil in den vergangenen Jahren durchaus einen größeren Wechsel auch an der Bevölkerung vollzogen hat. Viele sind weggezogen aus diesem Stadtteil und deswegen verändert sich natürlich auch die Bevölkerungszusammensetzung. Ob im Eisenbahnladen, dem Kinderrestaurant oder im internationalen Lebensmittelgeschäft, der Ministerpräsident und seine Gefolgschaft nahmen sich die Zeit, um die Multikultur und Vielschichtigkeit der Eisenbahnstraße genauer kennenzulernen. Der Wahl blickt Tillich positiv entgegen. Aber natürlich bleibt für mich als Ministerpräsident also auch nach der Wahl eine große Aufgabe, nämlich immer wieder mich auch darum zu kümmern, was den Menschen auf den Fingernägeln brennt. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten 10 Tagen noch alles daran setzen werden, auch unser Wahlergebnis so zu gestalten. Also das heißt, noch bei mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, um ein gutes Wahlergebnis für uns zu erreichen. Und dann werden wir sehen, wie es nach dem 31.08. aussieht. Und dann werden wir natürlich auch wieder weiter für die Sachsen unsere Arbeit tun. In den Umfragen zur Landtagswahl liegt die CDU weiter deutlich vor den anderen Parteien und kann auf ein Ergebnis über der 40%-Marke hoffen.